So ihr Fußhupen, Hand aus der Hose und 60 Sekunden aufgepasst. Dann habt ihr mehr gelernt als in der Bildungsvollzugsanstalt. Denn bevor Audi diesen entspannten Move auf ewig in unser aller Hirne tapezieren konnte, war bei denen intern mehr Überzeugungsarbeit notwendig, als eurer Finanzministerin einen zweiten Satz BBS Super RS aus den Rippen zu leiern. Nein, danke. Ich war schon mal verheiratet. Nachdem Roland Gumpert und Walter Treser beim Schneeballern in den 70ern alle Audi-Frontantriebsfeilen mit dem vom Gumpert entwickelten 75 PS Allrad-Iltis ehrenlos erniedrigt hatten, war klar, Allrad ist der Shit. Problem nur, das gesamte Audi-Board ist als Kind mit dem Kopf vor die Schleuse geschwommen und hat deshalb... Mit einer Ausnahme, Ferdinand aka Tony Montana Piesch, der einzige Mann auf Erden, der auf dem SNES in der 150er-Klasse den Special Cup bei Mario Kart mit verbundenen Augen geholt hat. Er erteilte den Allradauftrag und schoss 1977 bei einem weiteren Wintertest auf Sommerreifen höchst selbst noch dem letzten Schneemann die Knöpfe aus der Visage. Damit war der Urquattro geboren. Gut übrigens, dass bei den Zipfelklatschern auch beim Thema Namensfindung noch eine Glühbirne das Leuchten angefangen hat. Denn anstatt Quattro sollte der Antrieb ursprünglich Karat heißen.